Da ich mich bei meinem nächsten Erklärvideo über Licht, Schatten und die menschliche Wahrnehmung ein wenig verzettelt habe und in den Features von Motion, Final Cut Pro und dem Erstellen von Monogramm-Konsole-Profilen verlaufen habe, schiebe ich jetzt ein kleines Video über USB, Kamerageschwindigkeiten und SD-Karten dazwischen. Carsten hier mit einer neuen Folge Carsten experimentiert. Da meine bisherigen Kameras alle nur USB 2 unterstützten, meinen Rechner und die angeschlossenen Hubs aber USB 3, habe ich zum Importieren der Fotos immer einen externen SD-Kartenleser benutzt. USB 3 bietet halt eine gut 10-mal höhere Datenübertragungsrate als USB 2. Jetzt habe ich seit einiger Zeit eine Sony Alpha 7R III und im Handbuch steht, dass auf dem USB-C-Anschluss USB 3.1 unterstützt wird, was nochmal eine höhere Datenrate zur Folge hätte. Ich werde jetzt mal ausprobieren, ob es Sinn ergibt, die Kamera direkt anzuschließen und ob es einen Unterschied macht gegenüber dem Anschluss an einen externen SD-Kartenleser. Auch das Tethering über USB 3.1 werde ich einfach mal ausprobieren. Als SD-Karten habe ich für den Test zwei SD-Karten aus meinem Fundus ausgewählt. Es sind beides 128 GB Karten von SanDisk. Einmal als normale Ausführung und einmal als Micro-SD-Karte. Und noch einen Adapter für die Micro-SD-Karte, damit sie auch in die Kamera passt oder in den externen Kartenleser. Als Rechner benutze ich meinen 16 Zoll MacBook Pro sowie ein USB 3 Thunderbolt Dock von Hyperdrive, das ich damals über Kickstarter besorgt habe. Die Links nach für alle diese Geräte, Software und so weiter befinden sich wieder wie immer unten in der Beschreibung zu dem Video. Als Vergleich, zum Geschwindigkeitsvergleich muss meine SanDisk Extreme SSD, externe SSD herhalten, die ich als Fotospeicher und in der 2 TB-Variante auch als mobilen Videospeicher benutze. Damit ist jetzt hier alles vorliegen. Und noch die Kamera. Die Kamera wackelt. Achso, da ist noch der Fuß unter. Den werde ich jetzt erstmal abmontieren. USB 3 und USB-C haben es ja nun nicht gerade einfach gemacht, weitere Übersicht zu behalten, welche Geschwindigkeiten supportet werden und welche Features von den einzelnen Kabeln unterstützt werden. Deshalb habe ich meine Kabel, die mindestens USB 3 unterstützen, an den Steckern unten mit einem weißen Streifen markiert, sodass auch klar ist, welche Kabel USB 3 supporten und welche nicht. Zur Geschwindigkeitsmessung benutze ich von Blackmagic Disk Speed Test. Hat hübsche Anzeigen und zum Darstellen der Anschlussparameter benutze ich System Information. Da kann man sich dann auch unter der USB-Sektion sehr schön anschaulich darstellen lassen, welche Daten verbunden sind, welche Geräte verbunden sind und mit welcher Geschwindigkeit diese angeschlossen sind. So, als Test werden wir jetzt als erstes mal die 1 TB SSD anschließen. Die schließe ich jetzt einmal über ein USB-A auf C-Kabel an, über den Hub.
Und dann wollen wir mal gucken, mit welcher Geschwindigkeit wir hiervon lesen können. Wenn ich mir das angucke, sehe ich hier die Extreme SSD, die angeschlossen ist mit bis zu 10 GB die Sekunde. Jetzt wählen wir mal das Target Drive aus, meinen Fotostore und machen einen Speedtest. So, beginnen wir mal mit dem ersten Test. Normale SD-Karte, 128 GB, V30 U3C10 sind die Angaben auf der Karte. Haben wir ja vorhin auch gesehen, ab in den externen Kartenleser zum Geschwindigkeitstest. Das ist die Alpha 7R3, die Karte, die ich sonst auch in meiner Kamera verwende. Und wir starten den Geschwindigkeitstest. Wir lesen mit ungefähr 80, 82 Megabyte die Sekunde. Na, kriegen wir die 82 hin? Ne. 92 beim Lesen, ungefähr 82 beim Schreiben. Der zweite Durchgang. Ah ja, da kriegen wir die 82. Na, doch nicht so ganz, also noch 82 und ein paar zerknackte und 90, 92 ungefähr beim Lesen. Wir können sagen 82 schreiben, 91 lesen. 92 lesen, auch gut. Jetzt geht die Karte in die Kamera. Und wir starten den Schreiblesetest nochmal. Oh, Schreiben ist deutlich langsamer. 14 Megabyte die Sekunde. Und Lesen ist mit 72 auch langsamer. 20 Megabyte die Sekunde. Auch beim zweiten Durchlauf knacken wir die 72 nicht. Nee. 14 schreiben, 71 lesen. Das Schreiben interessiert beim Importieren natürlich herzlich wenig, aber beim Lesen sind wir immerhin 20 Megabyte die Sekunde langsamer als mit dem externen Kartenleser. Das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hatte erwartet, dass wir mindestens die Geschwindigkeit vom externen Kartenleser bekommen. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit der MicroSD-Karte. Von den Bezeichnungen her hat sie dieselben Daten. Das ist auch eine 128 GB V30 U3 Karte. Und zwar machen wir jetzt mal das Lesen und Schreiben im externen ohne Adapter. Angeblich soll das ja eine Auswirkung haben. Ich halte das für Unfug. Wenn ich einen ordentlichen Adapter mit funktionierenden Kontakten und sauber habe, sollte das überhaupt keinen Unterschied machen. Wir lesen 80, 81, schreiben wir. Und lesen 92, 90, 91, 82, 91,
92. 82, 92. Genau dasselbe wie bei der normalen SD-Karte. Jetzt hauen wir die mal in den Adapter rein und schauen uns an, ob das in irgendeiner Weise eine Auswirkung hat. Nein, es hat keine Auswirkung. Hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Der Adapter ist sauber, die Kontakte sind in Ordnung. Wir schreiben auch mit 82 MB die Sekunde und lesen mit 90 MB die Sekunde, knappen, 91 MB die Sekunde. Und auch das Lesen mit 92 MB, also das ist wieder identisch. Identische technische Daten auf der Karte, identische Ergebnisse beim Schreiblesetest. Jetzt kommt das Ganze in die Kamera. Natürlich mit Adapter, ohne Adapter passt sie nicht. Und wir machen wieder einen Schreiblesetest und wollen wir wetten 14. Oh, wir kommen auf knappe 14,5. Beim Schreiben und 70 beim Lesen, 71 beim Lesen. Also identische Karten, identische Ergebnisse bei den Speedtests, egal ob mit oder ohne Adapter. Das heißt im Fazit, ich werde weiterhin den externen Kartenleser benutzen, weil er beim Lesen 20 MB die Sekunde schneller ist. Schreiben ist irrelevant. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wie ich den Test beim Tethered Shooting mit den Geschwindigkeitsangaben mache. So, jetzt wollen wir mal probieren. Tethered Shooting. Auf der Client-Seite, auf der Rechnerseite Capture One 21. Tethered Shooting ist eingeschaltet. Wir sind irgendwie auf einer 200stel Sekunde und wir stehen auf Highspeed Serienaufnahme. Dann wollen wir mal gucken, wie lange es dauert, bis wir hier Das dauert ja wirklich einen Augenblick, bis er da die ganzen Bilder gerechnet hat. Die ganzen Previews. Das können wir mal alles mal wegwerfen. So. So, und jetzt werden wir das Ganze nochmal über eine USB-2-Verbindung machen. Da suche ich mir hier irgendwie ein dämliches Kabel raus, das kein USB-3 kann. Na, auf Kameraverbindung steht wieder. Mal gucken, ob das gefühlt einen Unterschied macht. Ja, da braucht man gar nicht weiter zu gucken. Das macht einen gravierenden Unterschied. Bei USB-2 tröpfeln die Bilder halt langsam und gemächlich
auf den Rechner. Und wenn ich das Ganze mit einer USB-3-Verbindung mache, dann läuft das halt richtig flott. Okay, damit ist auch das geklärt. USB-3-Tethering ist deutlich flotter als USB-2-Tethering. Abschließend kann man sagen, USB-3 lohnt sich nur für Tethering. Und zum Importieren werde ich weiterhin einen externen SD-Kartenleser benutzen. Das war wieder eine Folge von Carsten experimentiert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, so lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst auch nicht, auf die Glocke zu klicken.